Netzwerken, Connecting Celebrate, wie immer an exklusiven Stellen, möchte ich heute einfach sagen, ich stehe ja am Landhaus der Gezeitenakademie und ja, freue mich zum einen, dass hier die First Lady Vernissage stattfindet am 28.09. Ein Event, wo man nur auf Einladung kommen kann. Aber genauso freue ich mich natürlich auch, euch kundzugeben, dass das Netzwerken und Connecten überall drin steckt. Also auch bei der First Lady Vernissage treffen sich Menschen, die sich natürlich für Kunst interessieren, Menschen, die sich interessieren, sich kennenzulernen, die sich einfach austauschen, und eigentlich steckt es überall drin, ob jetzt in hochwertigen Kunstevents, in Sportevents, in VIP-Events. Das Wichtige ist nur, dass du nicht nur an dich denkst oder auf den Boden schaust, dass du einfach wirklich versuchst, dein Gegenüber zu unterstützen, ja, und einfach vielleicht von deinen Kontakten, von deiner Power, von deiner Motivation was abgibst. So mache ich es auch, ja? Also ganz easy. Das heißt, wenn du gegenüber, ja, weiterkommst durch mich, ja, dann komme ich automatisch auch weiter. Und das ist für mich eigentlich ein perfektes Netzwerken und Connecten. Und wenn das alles läuft, dann darfst du am Ende auch zelebrieren. Und das Event, wo ich zelebriere, definitiv, ist am 21.09. in der Längstes Arena für nur 200 Personen. Ganz exklusiv sind wir auf der Fläche unten, wo sonst Eishockey gespielt wird, wo sonst Basketball gespielt wird oder wo sonst die großen Stars auftreten, können 200 exklusive Top-Netzwerker, VIPs, Meinungsträger, Menschen aus den Medien, Wirtschaftsgrößen miteinander connecten und am Ende zelebrieren. In diesem Sinne.